Hallo Leute, hier ist wieder der Rolf Ziller mit einer Runde Heroes of the Storm Heldenliga. Ich picke. Es dauert ein bisschen, bis ich picken kann. Hier unser Team, Gegnerteam. Aber wir haben diesmal den ersten Pick und der ist wieder Waller. Das ist eigentlich auch fast üblich. Frostgram hungert. Interessant für den ersten Pick. Letztes Mal habe ich mit Kerrigan gespielt. Ich werde ein bisschen schauen, weil ich per Vierter bin, was noch nötig ist. Wurde aber auch Zeit. Okay. Oder ich mache mal so Basics. Ich mache mal Rainer vielleicht. Zagara ist natürlich jetzt... Ich könnte mir Hammer vorstellen. Ich könnte mir auch Tessa da vorstellen, den spiele ich auch sehr gerne. Ich bin hier, um zu helfen. Das heißt, wir haben wieder ordentlich Damage eigentlich. Ob ETC so gut ist wie Arthas gleich, das müssen wir dann sehen. Möge Elun uns Stärke gewähren. Tja. Wir bräuchten eigentlich was Nahkampf-Damagiges. Sieg den Verlassenen! Ich probiere mal Pre zu picken, mal sehen, ob die einverstanden sind. Hier sind zwei, die sagen No. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ich kann keinen Specialist nehmen. Wart ab, bis sie es mit mir zu tun bekommen. Ich hätte natürlich einen Sergeant Hammer nehmen können, möchte ich aber nicht. Auch wenn ich letztes Mal so viele Probleme hatte, dass ich in den Nahkampf musste und deshalb so squishy war. Aber wir haben halt zwei Damage-Dealer, die im Fernkampf sind. Ich finde, es ist immer eine ganz gute Kombi, dass man auch einen Melee Damage Dealer hat. Damage Dealer in Klammern, ne? Oh, schon wieder diese Map. Wenigstens haben wir einen Heiler. Das ist schon mal ein Fortschritt. Tja. Wen sehen wir denn hier? Tyrael wird nicht mehr so oft gespielt. Nova wird zum Glück nicht mehr so oft gespielt. Diablo, Arthas, Kerrigan. Die sind. Weiß ich nicht, ist Diablo drin? Nee, ne? Aber Arthas und Kerrigan. Wird interessant. Ich habe jetzt gar nicht so sehr auf die geachtet. Na komm, lad schon. Obwohl ich die Ladezeiten jetzt gar nicht mehr so krass finde. Jetzt spiele ich ja GTA. Jetzt weiß ich, was Ladezeiten sind. Wappnet euch, Helden. Ich bin der Schwarm. Und wieder den Schützenkönig. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Wenn ich nicht so viel quatsche im Video, dann natürlich deswegen, weil ich mich ein bisschen versuche zu konzentrieren. Ich will nicht, dass diese Farce vom letzten Mal sich wiederholt. So, ich rette jetzt einfach hier hoch. Die kriegen wir weggebossed, sehr gut.
Sehr gut. Also, bis jetzt trage ich meinen Beitrag dazu bei, dass es hier läuft einigermaßen. Aber ob das jetzt was bringt, da wage ich zu bezweifeln. Lass die doch kommen. So nicht. Sucht einen Heilbrunnen auf, solange mach ich. Weiß nicht. Entweder Tyrande oder mal Furien rauspicken. Eventuell auch Teikes. Oh, Leck des Todes. Und wieder abgesahnt hier. So muss das. Bin auf dem Weg. Ja, dieses Knappern. Ich gehe nach links. Ich glaube, sie haben Hunger. Mir geht das Mana aus. Ah, Mist, jetzt gerade. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Beginn. Wählt ein Talent. Mein Mana geht so lang. Na. Mein Mana geht so lang. Ja, hier rinnen, rinnen, rinnen. Ausgezeichnete Heilung. Mir geht das Mana aus. Ich habe jetzt den Flächenschaden. Das ist gut hier unten gerade. Mal wenigstens ein bisschen abgewehrt gerade hier. Natürlich bitter. Also den reichen anscheinend die 52. Ich mach das einfach jetzt mal mit. Ich würde dann gerne unser Camp holen. Diese Welt gehört mir. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Ja. Passt. Ich gehe Topf wieder. Topf. Diese Welt gehört mir. Die Golems scheinen gleich stark zu sein. Naja. Acer, immer so ein bisschen ungenau hier. Aua. Na, ihr seht schon, ich muss vorsichtig sein. Nicht, dass ich da von der Jaina geblockt werde, das war gerade fast der Fall. Diese Welt gehört mir. Wählt ein Talent. Na gut. Abklingzeiten verringern, mag ich auch sehr. Was du heute kannst besorgen. Die Golems wurden besiegt. Na, alle unten, das ist natürlich.
What? Gekriegt? Ich hab's, glaub es nicht. Hätte ich nicht gedacht. Sehr beeindruckend. Ah, das Team ist schon mal von daher besser als das letzte, weil das relativ gleich denkt. Na, jetzt sollten wir zurück. Wow. Schön drum manövrieren. Was du heute kannst besorgen. Das ist wieder ein typisches Beispiel von gierig werden. Schade, war zu null. Bald werden die Untoten in den Minen erwachen. Aber das passt ja noch mit den Sekunden. So, ich gehe nach oben. Ich weiß nicht, ob ich die Sylvanas da im Griff habe. Keine Ahnung. Niemals. Nein. Hass. Jetzt holen sie auf. Holt erst das Lager unten. Genau. Was du heute kannst besorgen. Sieht gut aus. Gut aus. Wir sind zumindest gleich. Von den Schädeln. Oh, ich würde jetzt gerne die Typen hier wegholen, aber das passt einfach nicht von der Zeit. Ich muss rein. Nein! Weg! Immer diese verwöhnten Zinsen. Ausgezeichnete Heilung. Euer Golem ist stärker als der des Gegners. Schade, jetzt muss ich angreifen. Ich würde gerne eigentlich in die Mitte gehen. Ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe. Der Gegner hat ein Fort zerstört. Was du heute kannst besorgen. Ich gehe immer auf den Magier zuerst, weil der ist am schnellsten down. Ja, es geht doch wunderbar jetzt zu zweit. Das habe ich gedacht. So, ich mir. Und das auch nochmal. Wie es aussieht, sind meine Bogens zur Erde zurückgekehrt. Vorerst.
Mana-Problem, ansonsten läuft alles gut hier mit der Carrying gerade. Plus 23 habe ich schon, das ist schon mehr als am Ende des Matches davor. Jetzt muss ich aber aufpassen hier. Weg, raus, 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 raus. Wer hat mich denn da? Das war die Tyrande. Meine ich. Schon dreimal krepiert. Das ist nicht gut. Ich gehe mal mit der Jaina hier. Seid ihr bereit, gegen die Untoten zu kämpfen? Die Mauern werden sich bald öffnen. So, wenigstens den Tank rausgenommen. So muss das. Das ist mir zu riskant, das meine ich. Weg mit dem Brunnen! Au, 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 au! Wir kennen keine Grenzen. Lock sie mal. Normalerweise. Nee. Das wird nichts mehr. Solange ich nicht Blut für Blut habe, wird das nichts mehr. Oh, zum Kotzen. Na, Heiler ist weg. Das ist nicht gut. So, jetzt aber Blut für Blut. Das gibt mir so einen kleinen... Kann ich so ein bisschen wenigstens überleben. Meine Golems und lasst eure Wut freien Lauf. Na, ihr seht, so eine Creepwelle zerlege ich jetzt relativ schnell. Ihr macht das, das ist gut, sehr gut. Diese Welt gehört mir. Dann gehe ich nochmal bei uns das machen. Ah, ihr macht das schon. Ja. Eures Gegners. Bereitet eure Verteidigung vor. Risiko. Entweder krepiere ich oder ich hole das Lager. Und wieder down. Engage ich zu viel? Ich habe keine Ahnung. Schreib es mir bitte drunter.
Oder zu schnell, aber ich will halt nicht. Ich bin halt Nahkämpfer. Ich muss dann immer hinter unseren Linien sozusagen rumkrebsen. Und das ist ja auch nicht. Irgendwo nicht der Sinn der Sache. Aber ihr könnt mir das bitte gerne drunter schreiben. So, plus 27. Von den Türen her sieht es natürlich besser aus für uns. Ja, er sagt, warum bekämpfen wir die immer an ihrem Fort? Aber es sieht eigentlich am Anfang immer ganz gut aus. Da sind wir eigentlich immer zwei Leute überlegen. Die Verdammten kehren bald zu. Mann, das ist eine bekackte Sch. Entschuldigung. Geht's nirgendwo hin. So, das ist jetzt sehr wichtig gewesen, weil in ein paar Sekunden die Minen aufmachen und das sind jetzt drei weniger und das ist ziemlich, ziemlich cool. Das war ziemlich cool nochmal für mich. Jetzt habe ich 31 plus an Damage. Okay, komm, gib hier hin. Ach, brauche ich alles gar nicht. Wir kennen keine Grenzen. 70 zu 0. Schön. Okay. 100 zu 0. So, ich hole nochmal das Camp, weil es dauert noch ein bisschen. Gewagt. Krieg gleich Ärger dafür, ich weiß das. Noch sind die Bosse nicht da. Die Golems kehren zurück. Eurer ist weitaus stärker. Ich bin der Schwarm. Guck mal, ich hoffe nicht, dass ich jemanden begegne hier. Können wir uns holen? Drauf, das war's. GG. War jetzt nicht das perfekte Match. Auch nicht von mir. Schon gar nicht von mir. Ich bin zu oft gestorben. Vielleicht zu früh engaged. Ich weiß es nicht. Aber ich, meine Güte, ich muss ja auch den Schaden machen. Irgendwie, irgendwo. Es ist sich doch noch ausgegangen, zum Glück. Freut mich sehr. Und ja, gut. Habe ich einmal mit Kerrigan verloren, einmal mit Kerrigan gewonnen. Das heißt, ich könnte mal zu einem anderen Champion übergehen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wen ihr sehen wollt. Und wenn es mir möglich ist und es von der Zusammenstellung her passt, werde ich den dann auch spielen. Ansonsten kommentiert immer gerne fleißig und lasst mir vielleicht einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Heroes of the Storm. Vielleicht mit dem Amsen, vielleicht mit dem Magi, vielleicht auch in der Heldenliga, wer weiß. Macht's gut.